Ja, erstmal Glückwunsch zu den drei Punkten hier in Magdeburg, ein 2-1-Sieg. Wie zufrieden bist du insgesamt mit der Partie? Wie ist sie gelaufen? Ja, es hat vieles von dem zugetroffen, was wir ja vorher vermutet haben. Ja, dass wir schon den Gegner vor Probleme stellen können, wenn wir schnell umschalten, wenn wir schnell Angriffe nach vorne bringen, dass wir es kaum schaffen werden, den Gegner so zu pressen, dass wir viele Balleroberungen haben. Das war uns auch klar, wir haben es versucht. Und dann gab es eben doch recht viele Phasen, wo wir tief stehen mussten und dann auf Konter lauern mussten, weil der Gegner eben so viele Leute da positioniert und nach vorne bringt. Ich fand, wir waren stets gefährlich. Ja, wir hatten immer das Gefühl, okay, wenn ein Ball nach vorne geht und wir das vernünftig verarbeiten und rücken ein Stück weit nach, kann immer ein Tor auch entstehen. Aber wie gesagt, zweite Halbzeit war dann schon auch viel Daumendrücken zum Schluss da. Nachher im 4-3-3 haben wir nicht mehr ganz gewusst, wie wir das angehen, wie wir es besser verteidigen. Da mussten wir da wirklich noch einige Situationen überstehen. Die Jungs haben sich in alles reingeschmissen, haben wieder gekämpft, was das Zeug hält. Insofern fand ich es gut. Ich finde, dass wir ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht haben mit den Phasen, die wir überstehen mussten. Also ich glaube, wir wussten von den Analysen her, dass es Momente geben wird, wo wir leiden müssen, dass Magdeburg gut im Ballbesitz ist, wussten wir. Ich glaube, dass wir sehr gut verteidigt haben, dass wir eigentlich gar nichts zugelassen haben in der ersten Hälfte, dass wir ein paar Umschaltsituationen noch besser hätten ausspielen können, wo wir die falschen Entscheidungen getroffen haben, aber dass wir natürlich aus zwei, klaren Chancen dann die Tore machen, war natürlich sehr wichtig für uns. Ja, war natürlich super, dass wir so früh 1-0 in Führung gehen konnten. Hat mich persönlich natürlich auch gefreut, dass ich meinen zweiten Treffer machen konnte. War eine Umschaltsituation. Ich weiß gar nicht, ob wir den Ball erobert haben. Auf jeden Fall steckt den Schnelli dann durch und dann war eigentlich alles frei. Dann habe ich ihn zum Glück gemacht. Ich glaube, wir wussten alle vor dem Spiel, dass wir heute viel hinterherlaufen werden. Ist nicht so leicht, wenn der Torwart auch wieder mitspielt bei ihnen. Wir wussten, was deren Plan ist. Ich glaube, das haben wir gut zugestellt bekommen, gerade in der ersten Halbzeit. Was uns super geklappt, also gelungen ist, haben dann auch Akzente setzen können mit den zwei Toren. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass das Spiel immer mehr in unsere Hälfte verlagert worden ist. Da haben wir nicht mehr den Druck hinter den Ball bekommen, dass wir die Spielverlagerung gerade verhindern konnten. Gerade dann auch zweite Halbzeit über die Seite, also mit Ito, hat nochmal ordentlich Dampf da gemacht. Und umso schöner, dass wir das über die Zeit bringen konnten. Ich glaube, wir haben in den ersten Spielen halt gesehen, wie es auch anders laufen kann. Haben viel draus gelernt und das erste Tor hätten wir dann auch vielleicht noch ein bisschen anders verteidigen können, verhindern können. Aber umso schöner, dass wir das halt über die Zeit gebracht haben. Also ich glaube, wir wussten in der Halbzeit schon, dass ein 2-0, sage ich mal, jetzt nicht so ein Riesenvorsprung ist, dass immer noch mal mit einem Gegentor eng werden kann. Deshalb haben wir versucht, die Umschaltsituation zu nutzen. Da waren wir leider ja nicht klar genug. Und so war es dann mit dem Anschlusstreffer natürlich nochmal so, dass Magdeburg einfach viel mehr Druck hatte. Wir gut verteidigen mussten, gab natürlich auch zwei, drei brenzlige Situationen, wo wir überstehen mussten. Aber ich glaube, alles in allem haben wir das sehr, sehr stark gemacht und war natürlich wichtig, dass wir den Sieg mitgenommen haben. Letztes Spiel gab es drei Premierentore von drei Jungs, die es erstmal getroffen haben. Diesmal schon wieder Maurice Neubauer getroffen. Wie hast du sein Tor gesehen? Was sagst du dazu? War, glaube ich, ein Vollspannschuss. Ja, es war eigentlich ein typischer Maurice Neubauer Schuss, der jetzt eben noch ein bisschen platzierter war als in vielen anderen Momenten. Ich freue mich mit ihm. Die gesamte Mannschaft hat sich gefreut. Ich glaube, beim Torjubel war relativ klar, das ist was Außergewöhnliches, was heute passiert ist für Maurice, aber auch für uns. Also die gesamte Bank ist aufgesprungen und alle haben sich gefreut mit Maurice, weil er den Ball sauber und satt getroffen hat. Hat ein tolles Tor gemacht und hat sich das eigentlich schon länger verdient, dass er auch mal hier für uns trifft. Ja, ich glaube, hat man auch gesehen, ist eine Riesenlast von mir abgefallen, gerade war jetzt eine lange Leidenszeit. Ist ja nicht so gewöhnlich, dass ich Tore schieße, sage ich mal. Das letzte war in der Regionalliga. Umso schöner, dass es heute hier geklappt hat und den Jungs da helfen konnte, dass wir hier drei Punkte mitnehmen. Du sprichst es an, das letzte Tor ist ein Jahr, fünf Monate ungefähr her. Ja. Damals noch gegen die TSG Balingen. Kannst du schon verstehen, was dazwischen alles jetzt passiert ist? Ja, ich glaube, war nicht in Balingen, es war genau gegen Gießen. Kann ich mich nämlich noch genau daran erinnern. Ja, ich habe immer wieder die Chancen gehabt, bin jetzt in den letzten Wochen immer ein Stück näher dran gewesen und umso schöner, dass ich mich heute belohnen durfte. Fälle ich mit dem Ball raus, sehe ich, habe ein klein bisschen Zeit, schließe dann direkt ab und treffe den Ball einfach super. Ich
Reden wir noch kurz über die kommenden Aufgaben. St. Pauli kommt, der Tabellenführer, sozusagen ein Spitzenspiel in der zweiten Liga an der Kaiserlinde. Und St. Pauli hat da ja noch nie gewonnen. Wie blickst du voraus? Ja, es reißt nicht ab mit guten Spielen, die wir haben. Wir haben auch hier wieder eine Kulisse gehabt, die sehr laut war und bin froh, dass einige die Reise mitgemacht haben, für die es sich dann gelohnt hat. Vielen Dank dafür, dass ihr da wart. Ja, wir werden wieder eine volle Hütte haben, dann zu Hause einen Spitzenreiter empfangen und mit 18 Punkten empfangen. Das ist für uns eine super Bilanz bisher und dementsprechend gehen wir das Spiel gegen St. Pauli an und danach denken wir auch weiter, was dann kommt. Ähnliches Spektakel wie beim Pokal? Also das Ergebnis vom Pokal hat mir gefallen, auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir gefallen damals. Ich glaube, es sind unterschiedliche Vorzeichen mittlerweile. Dementsprechend hat sich St. Pauli stabilisiert. Wir sind aber auch gut unterwegs. Also ich bin gespannt. Wir haben in der Liga gemerkt, dass jeder jeden schlagen kann. Und ich gebe alles, dass wir das auch gegen St. Pauli schaffen können. Ja, ich glaube, wir brauchen uns vor keiner Mannschaft in dieser Liga verstecken. Hat man auch gegen Hamburg gesehen. Jetzt kommt natürlich eine super Mannschaft. Wir wissen, dass da einiges auf uns zukommt, aber ja, wir wollen unser Bestmögliches geben, um wieder am besten 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Also das Spiel war ja, glaube ich, sehr, sehr schnell ausverkauft und Pauli spielt bisher eine super Runde. Natürlich ein sehr attraktiver Verein, wo zu uns ins Stadion kommt. Ich glaube, dass wir einfach mit voller Vorfreude in das Spiel gehen können und schauen, was geht.